Hallo und herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Heute ist ja wieder Zeit für Olaf vor 8, für mehr Feuer in der Liebe. Etwas ungewohnt heute, deswegen war ich gerade wahrscheinlich auch am Stocken, weil wir haben heute Dienstagabend, es ist nicht Mittwoch, es ist Dienstag 19:30 Uhr und es liegt schlichtweg einfach daran, dass ich morgen definitiv verhindert bin und das mal eine Sache ist, die ich nicht verschieben kann. Deswegen dachte ich, ich gehe mal heute live online. Das Schöne ist ja, dass du es immer nachgucken kannst und nachschauen kannst. Das bleibt auf meiner Timeline hier auf Facebook. Ich werde es heute Abend dann ja auch wieder auf YouTube auf den Kanal hochladen. Und ich werde dann auch einen Blogartikel dazu noch erstellen, den ich wahrscheinlich auch heute noch hochladen werde. Das heißt, du findest es dann auch auf meinem Blog. Aber lass uns mal mit dem Thema starten. Ich habe ja das angekündigt heute mit dem Thema Bucketlist für Paare. Es ist eine Idee, die noch relativ neu ist, die mir vor kurzer Zeit mal kam, als ich das erste Mal bei mir in meiner Praxis ein Paar hatte, was 2 Tage am Stück mit mir arbeiten wollte. Und dann natürlich die Überlegung war, okay, was mache ich mit denen in diesen 2 Tagen? Wie kann ich das, was ich sonst eher über mehrere Wochen oder Monate teilweise auch mache, in der Zusammenarbeit, wie kann ich das auf 2 Tage so komprimieren, dass dieses Paar auch was mitnimmt? Und nachdem wir viele wichtige Grundlagen erarbeitet haben, kam so eine Idee, das ist mir dann am Abend des ersten Tages dann so gekommen, dass ich so dachte, ja, es gibt doch immer diese Bucketlist, lesen wir alle, für einen selbst, die man sich erstellen soll. Das ist ja immer so eine Empfehlung. Und Bucketlist, für diejenigen, die das noch nicht wissen, was das ist, heißt ja letztendlich, wenn man es übersetzt aufs Deutsche, die Löffelliste. Also das heißt, was möchtest du in deinem Leben noch erleben und machen und tun und sehen oder was auch immer, bevor du den Löffel abgibst, also bevor wir sterben. Das ist ja nun naturgemäß immer so ein Ding, wo wir uns so ein bisschen vorsträuben, das mag kulturell bedingt sein oder was es auch immer ist. Und es geht ja jetzt darum, dann sich aber wirklich mal bewusst Gedanken zu machen. Das hat wiederum damit Ziele oder damit zu tun, dass du dir klar wirst, was habe ich denn so für Lebensziele? Was ist das, wo ich unterwegs bin? Ich glaube, ich habe schon mal vom Navigationsgerät hier gesprochen. Dass wenn wir irgendwo ein Navigationsgerät einfach mitlaufen haben, während wir fahren, dann zeigt uns das Navigationsgerät, wo wir sind. Das ist auch völlig in Ordnung und das kann auch für Großteile des Lebens sein. Ich bin jetzt nicht zwingend der Verfechter, der sagt, du sollst dein Leben verplanen oder du musst für alles Ziele haben, denen du hinterherläufst. Dann geht so viel auch an Qualität vom Leben verloren. Aber so die grundsätzlichen Dinge, dass ich davon eine Idee habe und weiß, wo will ich eigentlich hin, was ist das, was mich so ja, antreibt, bewegt, was so meine Motivation ist, was mein Motor ist, was die Dinge sind, die für mich Kraftquellen sind. Dafür finde ich das unheimlich hilfreich und wichtig. Und ein zweiter Aspekt, der für mich so drin steckt, ist dieses, ja, trotz Beziehung, ich sage es mal bewusst so, trotzdem die Dinge auch erleben zu können, die mir wichtig sind, mir als Individuum. Also das vielleicht erstmal so als Vorbemerkung, wie überhaupt Bucketlist, wie bin ich darauf gekommen, weil ich habe das ganz oft schon gelesen. Ich habe auch gerade erst angefangen, für mich persönlich das zu erstellen. Und als Paar bin ich mit meiner Partnerin auch gerade mittendrin daran zu arbeiten und das zu erstellen. Und dazu möchte ich dich heute einladen. Also was ist die Idee dahinter? Bucketlist haben wir jetzt erstmal geklärt. Was ist das? Ich hatte es ja in einem Text oben auch schon mit hineingeschrieben, dass es mir darum geht, dass ihr mal positiv schaut. Wir sprechen sonst immer so gerne über Dinge, oh, da läuft es nicht so gut in der Paarbeziehung. Aber wenn es gerade läuft, und das ist ja bei der Vielzahl der Paare auch der Fall, dass es recht gut läuft. Ja, klar gibt es manchmal so kleine Dinge, die vielleicht nicht so toll laufen. Aber dass ihr euch mal einfach Zeit reserviert und euch zusammenhockt und sagt, hey, was wollen wir beide eigentlich noch gerne miteinander erleben? Was wollen wir beide noch gerne miteinander sehen? Wo wollen wir gerne noch hin? Was wollen wir mal gerne zusammen ausprobieren? Also die Dinge, die ihr gemeinsam tun wollt. Und das Paar, ich hatte dir ja eben eingangs erzählt, wie bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, das Paar, mit dem ich das gemacht habe, das habe ich am 2. Tag zum Abschluss gemacht. Und du kannst dir vielleicht vorstellen, mit welcher Energie die aus meiner Praxis herausgegangen sind. Und ich habe das in der Rückmeldung von den beiden auch nochmal gehört und als Feedback auch nochmal bekommen, wie zufrieden und wie glücklich die darüber waren. Weil du legst deinen Fokus automatisch auf die Dinge, die du mit deinem Partner machen möchtest. Du legst den Fokus auf das Positive und du lenkst damit deine Kraft und deine Energie auch genau dahin. Du kennst mich ja nun auch schon ein wenig, es sei denn, du bist heute das erste Mal dabei. Mir geht es ja jetzt nicht darum zu sagen, Probleme sind nicht da oder Probleme müssen weg oder nur positiv denken. Das ist überhaupt nicht das Ding. Aber trotzdem, die Frage ist, wenn auch mal was nicht gut läuft, wo gebe ich meine Energie hin? Gebe ich sie mehr auf die Dinge, die nicht gut laufen?
Oder gebe ich sie vielleicht auch auf Dinge, wo ich sage, da läuft es gut und da kann ich noch mehr Gutes tun. Und das ist so ein Stück weit aus der positiven Psychologie heraus, die gerne mal falsch verstanden wird und gleichgesetzt wird mit dem positiven Denken, was vielleicht ein Aspekt davon ist, aber nur ein kleiner marginaler. Da steckt viel, viel mehr drin und es soll nie das, was nicht gut läuft oder wenn es einem nicht gut geht, irgendwo negieren. Darum geht es mir nicht. Dass wir das auch geklärt haben. Also zurück zur Bucketlist für Paare. Ich finde es halt einfach unheimlich wertvoll für Paare, sich damit auseinanderzusetzen, weil das erlebe ich dann nämlich leider, wenn die Paare zu mir in die Praxis kommen, dass die dann sagen, oh Mann, wir haben uns irgendwann aus den Augen verloren, wir haben die Dinge, die wir mal machen wollten, aus den Augen verloren. Und wenn du anfängst, dir eine Liste, ich habe jetzt hier leider keine so eine tolle, ich nehme mal nur einfach so ein Beispiel. Wenn du hier so auf dem Blatt Papier eure Liste habt und ihr schreibt das beide drauf, und ihr tragt das gemeinsam zusammen, dann bleibt das in eurem Fokus. Dann könnt ihr immer wieder draufschauen, könnt sagen, hey, was wollen wir denn jetzt eigentlich? Wir haben die Zeit oder lass uns mal gucken, was wollen wir so in dem nächsten halben Jahr gerne machen? Oh, wir wollten noch mal wieder nach Berlin fahren. Dann zu sagen, komm, dann lass uns das jetzt mal konkret einplanen. Oder wir wollten schon lange ins Theater mal wieder gehen. Dann das einplanen. Oh, wir wollten irgendwo ein Picknick machen und wollten uns unsere Fahrräder schnappen und mal eine kleine Fahrradtour machen und dann dort picknicken. So habt ihr es immer wieder im Fokus und ihr verliert es nicht aus den Augen. Die Gefahr, die sonst bei Paaren ja ganz häufig da ist oder in Beziehungen da ist, vielleicht kennst du es nicht, aber vielleicht auch kennst du es doch, ist ja, dass sonst so eine Selbstverständlichkeit eintreten kann. Dass man sagt, naja, der Partner ist doch eh da, also brauche ich doch nicht bewusst mir Zeit nehmen, bewusst Zeit einräumen, mich verabreden mit meinem Partner. Und ich sage immer eher umgekehrt, nimm doch wieder den Fokus da drauf. Gib doch diese Wertschätzung deinem Partner und verabredet euch miteinander. Und dann habt ihr eine Liste in dieser Bucketlist für euch als Paar, wo ihr euch Sachen rauspicken könnt. Dann ist nämlich immer die Frage, was machen wir eigentlich? Oder wir wissen gar nicht mehr, was wir miteinander tun sollen. Oh, wir haben schon alles gemacht. Und wie immer bei solchen Listen finde ich es halt hilfreich, dass die leben. Die sollen ja nicht irgendwo fertiggestellt sein und dann gilt das bis zu eurem Lebensende, sondern diese Bucketlist, erstens darf die sich weiterentwickeln und soll sich weiterentwickeln. Also das heißt, guckt immer wieder mal in regelmäßigen Abständen gemeinsam drauf. Jetzt fällt mir gerade beim Reden ein, dass ich vielleicht nochmal da anfange, dich ab so entschuldige, zu sagen, wie geht ihr vielleicht am besten vor? Also setzt euch zusammen. So, fangen wir erstmal da an. Setzt euch zusammen. Und macht ein Brainstorming, schreibt mal alles auf, was euch einfällt. Und die Dinge, wo ihr beide Ja zu sagt, die wollen wir machen, die schreibt ihr auf eure gemeinsame Bucketlist. So, das wäre der erste Punkt. Das zweite ist, ihr pickt euch ab und an natürlich dann etwas davon raus, was ihr umsetzt und guckt, was passt in euren Alltag. Was könnt ihr unterbringen in der Zeit, die euch zur Verfügung steht? Wo könnt ihr euch exklusiv dafür mal Zeit reservieren? Also so ein bisschen ähnlich wie die Paarzeit, was ich schon mal erzählt habe, nur ein bisschen andere Dimensionen vielleicht auch. Das Wichtige, das nächste ist dann, dass diese Liste, wie gesagt, nicht bis zu eurem Lebensende gelten soll, sondern dass ihr vielleicht, keine Ahnung, ich sage jetzt mal als Beispiel, da findet euren eigenen Rhythmus bitte, vierteljährlich, halbjährlich, einmal im Jahr draufschaut und sagt, okay, die Punkte, die da draufstehen, sind die eigentlich noch aktuell oder haben die sich schon überholt? Ist mir das jetzt wirklich überhaupt noch so wichtig oder hat das an Wichtigkeit verloren? Wenn etwas an Wichtigkeit verloren habt, dann streicht es von dieser Liste. Wenn was Neues dazugekommen ist, wenn ein neuer Punkt da ist, wo ihr beide dann auch wieder sagt, das wäre uns wichtig, dass wir das machen, dann schreibt es auf diese Liste drauf. Und ganz wichtig, und das macht was mit uns, das dürfen wir vom psychologischen Effekt echt nicht unterschätzen. Ihr kennt das vielleicht von euren To-Do-Listen. Die Dinge, die ihr gemacht habt, streicht die durch. Das gibt ein gutes Gefühl, dieses Gefühl, etwas für euch, für eure Beziehung getan zu haben. Deswegen finde ich die Bucketlist für Paare ein wertvolles Instrument, um etwas Schönes für euch, für eure Beziehung zu tun. Nochmal kurz zusammengefasst und dann gucke ich, ob es gleich Fragen gibt. Setzt euch zusammen, macht ein Brainstorming, also schmeißt alle Ideen, die da sind, auf den Tisch, schreibt es auf und das ist erstmal der erste Schritt, den ihr macht. Im zweiten Schritt. Da ist die Kamera. Im zweiten Schritt geht ihr so vor, dass ihr dann sagt, okay, was davon sind Punkte, die für euch beide zutreffen? Dann schreibt die auf eure gemeinsame Bucketlist drauf. Im nächsten Schritt wählt was davon aus, plant das ein, wie zum Beispiel das Wochenende in Berlin, der Theaterbesuch oder was es auch immer ist, oder der Fallschirmsprung, der gemeinsame. Sowas habe ich in der Vergangenheit auch schon mal gemacht. Was es auch immer ist. Dann, wenn ihr das gemacht habt, dann streicht das von der Liste. Es gibt nun mal so dieses schöne Gefühl, wir haben was für unsere Beziehung getan.
Und dann setzt euch regelmäßig, sei es alle Vierteljahr, halbe Jahr, einmal im Monat, was auch immer für euch ein guter, passender Rhythmus ist, setzt euch da nochmal zusammen, guckt auf eure Liste drauf und sagt, sind da Punkte drauf, die gar nicht mehr so aktuell sind, dann runter damit. Und gibt es Punkte, die jetzt neu dazugekommen sind, weil ihr vielleicht neue Ideen entwickelt und kreiert habt und sich was ganz Neues ergeben habt, dann nehmt die mit auf diese Liste drauf. Das wäre so das, was ich euch gerne für diese Bucketlist mit auf den Weg geben möchte. Und ich bin schon ganz gespannt, wie es dir, wie es euch damit geht. Wie gesagt, ich habe da die wenigen Male, die ich bisher in der Praxis genutzt habe, tolle Rückmeldungen, tolles Feedback gekriegt. Und ihr hättet mal das Leuchten, also wirklich dieses Leuchten in den Augen des Paares sehen müssen. Das alleine ist schon Geschenk genug und wo ich dann wieder denke, ja, dafür hat es sich gelohnt. Das wünsche ich euch beiden von Herzen wirklich auch, dass dieses Leuchten in eure Augen kommt, dass ihr eine ganz schöne Zeit miteinander verbringt und ganz viele Dinge erstens auf eurer Bucketlist drauf habt und zweitens ihr auch die Zeit, die Muße und auch die Geduld miteinander habt, diese Dinge auch zu erleben. Fragen sind jetzt gerade nicht gekommen. Ich bin soweit mit dem Thema für heute durch. Wenn du noch Fragen im Nachgang hast, hast du wie immer die Möglichkeit, mir entweder einen Kommentar hier auf Facebook, auf meinem YouTube-Kanal oder auf meiner Internetseite zu hinterlassen. Ich antworte dir gerne. Und wenn du sagst, das war jetzt ein toller Tipp und du hättest gerne mehr solche Tipps, habe ich dir heute auch mal verlinkt, meine 90 Tipps für mehr Feuer in der Liebe. Auch da habe ich gerade gestern eine wundervolle Rückmeldung bekommen, dass durch einen technischen Fehler sind E-Mails nicht angekommen und da hatte mich die Frau angeschrieben und hat gesagt, es wäre schade, wenn sie von diesem wertvollen Geschenk, weil diese 90 Tipps sind kostenlos, wenn ihr von diesem wertvollen Geschenk zwei Tipps fehlen, weil sie möchte am Ende, wenn sie die 90 Tipps komplett hat, sich die ausdrucken und ihr eigenes kleines Booklet daraus erstellen. Auch das war wieder so ein Moment für mich, wo ich so dachte, wow, okay, dafür lohnt es sich. Vielleicht ist das was für dich, diese 90 Tipps. Schau es dir an, wenn sie dir zwischendurch nicht gefallen hast, und wie immer die Chance, dich abzumelden. Es kostet dich nichts, außer dass du morgens ein wenig Zeit investierst, maximal 5 bis 10 Minuten, um das zu lesen, 5 Minuten, um dann das umzusetzen. Es geht um Selbstreflexion, es gibt kleine, spaßige Dinge auch dabei. Ich denke, es ist eine ganz gute Mischung. Dazu lade ich dich ein. Ansonsten viel Spaß mit der Bucketlist, einen wundervollen Dienstagabend. Und wir sehen uns dann nächste Woche am Mittwoch wieder an gewohnter Stelle zum gewohnten Ort, 19:30 Uhr hier auf Facebook Live. In diesem Sinne, ich danke dir, einen ganz schönen Abend. Ciao.